hasta la bon Reisbutscher Shows. Peace und Nüsse Grauen. Herzlich willkommen zurück und super nice, dass wir am Start sein. Zu einer weiteren Runde. Genesis. In der letzten Folge waren wir auf unserem ersten Ausflug und zwar ins Arktik-Biom. Haben uns ein bisschen Pelz gesammelt. Und jetzt werden wir heute mal ein bisschen was anderes noch erforschen. Mit am Start natürlich auch der Barbossa. Hallöchen. Hallöchen. Ja, wir brauchen auf jeden Fall noch ein Fleischfresser. Ne, einen Pflanzenfresser für die ganzen Beeren hier. Ja, wollen wir uns da hier in der Nähe so ein Baby-Triceratops tamen oder? Ja, ich hatte die noch nicht. Ich weiß auch nicht, wie die funktionieren, aber irgendwas. Ich auch nicht, in deswegen Stego, dachte ich mir so. Was von denen. Ja, holen wir uns, komm. Quasi als Entjungferungs-Baby-Trike. Ich brauche kurz Hilfe von dir zum Metallschaden hier. So, wir haben sehr viel Metall. Kannst du es tragen? Ja, mehr aber nicht. Okay, dann level ich nochmal im Gewicht vielleicht. Dann sollten wir auch langsam nochmal Rüstung. Warte mal, wie sieht meine Rüstung aus? Rüstung. Ja. Einmal reparieren kann man das noch. Rohstoffe haben wir genügend. Auf jeden Fall. Metall ist gar kein Problem. So, 4 Öfen. Mein Metall auf 4 aufgeteilt. Sehr gut. Zack. Und dann wollen wir ins Vulkanbiom oder wollen wir nochmal ins Winterbiom und da noch weiter Pelz sammeln oder? Ja, lass uns erstmal einen Pflanzenfresser hier wegschießen. Ah, genau. Die hatten wir tatsächlich, noch nie, so ein Pflanzendinosaurier. Mhm. Und da sollten wir dann mal auch mal neugierig gucken, was die so kennen. Kommst du schon mit? Ja, ich habe hier 360 Metall. Ich muss mal ein bisschen was wegschmeißen. Ja, habe ich hier hingeschmissen. Warte. Muss hier eigentlich irgendwo sein. Hallo? Ah, hier. Hier. Hammer. Hammer, sehr Hammer. Schön. Die Öfen sollen nicht auf Leerlauf kommen hier. Industrieschmelzer, er ist am Stissel. Lol. Hä? Hauptsache, wir können bald. Ja! Verpiss dich! Easy gewonnen. Richtige Muschi, Junge. Aber beim PvP-Projekt habe ich auch immer übertrieben darauf geachtet, dass hier alles immer bedient ist. Komplett die. Ja, ich so überhaupt nicht. Das sind so Sachen, auf die ich habe ich übertrieben wenig geachtet. Aber ich hatte ja auch die Hälfte vom PvP-Projekt, hatte ich einfach kein Metall. Stimmt ja, du hast ja mal was gesucht. Ne? Im letzten ist kaum was, da ein bisschen mehr reinbrettern. Muchachos, gerne mal Namensvorschläge für den Kano und den Baryonyx in die Kommentare. Ich glaube, unsere Raptoren, das wäre einfach umbenannt, oder? Ja. Aber ich würde jetzt gerne nochmal einen high-leveligen Kano tamen. Etwas high-leveligeren, so Level 70 oder irgendwie sowas. Weil jetzt haben wir nämlich Prime Meat. Das heißt, der können direkt auf Level 100, also so wie der deiner jetzt ist, boosten. Lecker, lecker, lecker. So in der Richtung waren ja hier. Oh, ein Paluten. Welche von den Viechern? Tötest du Paluten jetzt? Nee. Ja, nee, den will ich nicht haben. Okay, hier fightet ein Stego mit irgendwas. Hier sind 2 Raptoren. Raptor X, beide Level 27. Ah, zu wenig. Brauchen zu wenig! Gruppe! Alter, Digga, er springt einfach komplett drauf. Weggesemmelt. Weggesemmelt! Sterb! Oh, die halten aber ordentlich was auf. Das sind halt die X-Dinger, ne? Die sind ehrlich, ja. wir müssen ein bisschen mehr X-Kram tamen. Alter, Junge. Ich mach dir nur 13 Schaden, Alter. Digga, das ist nicht. WTF, ey. Wo sind denn diese ganzen kleinen Mistviecher hin? Die waren doch hier irgendwo. Ich glaube, die wurden gerade alle zerstört. Irgendwo hier müssen die sein. Aber dann schon weit weg von unserer Base. Baryonyx, erfolgt dich? Ja, hilft ja nichts. Hier wäre ein Para. Und ein Para könnten wir eigentlich auch mitnehmen. Eigentlich würde auch ein Para passen, ne? Ja. Aber ich hätte gern halt einfach die anderen, weil wir den noch nie hatten. Junge Baryonyx, geh mir nicht auf den Sack, ey! Du bist nix gegen meinen Baryonyx. Hier bitte Namen einfügen. Verpiss dich, du scheiß Insektenschwarmviech. Lass mich in Ruhe. Junge, wir sind auch auf dem Weg zur Base, sind wir doch an 6 Trilliarden von den Mistviechern vorbeigelaufen. Ja, für mich ist das jetzt auch ein bisschen zu weit weg, muss ich sagen, von der Base. Da links hätten wir wieder einen Stego. Stegos. 3 Stegos sogar hier. Mhm. Ein Bronto auch. Metall. Noch ein paar, da ist einer. Hier haben wir einen. Oh, der raucht aber. Was ist mit ihm? Weiblicher Patschi. Patschi, wieso, Patschi. Wieso raucht der? Apache bleibt gleich. Ich glaube, das ist so ein Pheromon, aber ich weiß nicht, wo du bist. Ach, da, auf der Seite bist du. Ich hab dich. Da ist noch ein Kano Level 77. Boah, können wir auch direkt mitnehmen. Machen wir den zuerst? Ja, auf der linken Seite. Ja. Dann müssen wir nur unsere Passiv.
Tu das nicht, suche Fisch mit niedriger Gesundheit. Was zum Fick? Gut, Armbrust. Wir können hier drauf. Oh, ich habe gar keine Narco-Arrows. Bin erstaunt, was für ein heftiges Skill wir an den Tag legen. GG. Hast du welche? Ja, ich habe welche. Okay, aber ich glaube, wir sollten ihn auch ohne Narkosemittel kriegen. Ja, also den Kano hundertprozentig. Okay, fangen wir an. Ja, warte, ich gehe. Ich würde gerade sagen, wir können da. Ja, da hoch ist eine gute Idee. Insektenschwarm will mich auseinandernehmen. Dankeschön. Dreckigen Viecher hier. Dreckigen! Stört uns nicht beim Tamen! Irgendwo hier. Wir haben auch, das Gute ist, wir haben hier richtig viele Stegos am Start. Ja, Prime-Meat. Das heißt, wir können auf jeden Fall Prime-Meat holen noch. Aber ein bisschen was habe ich auch noch in meinem Dino drinne. Was, der rennt schon weg? Nee, oder? Nee, ich glaube nur, weil er darf nicht auf jeden Fall nicht ins Wasser noch weiter reinlaufen. Nee, da ist er super. Aber er hängt gerade schön am Baum fest. Da ist gut. Jetzt, glaube ich, rennt er weg. Oh, nein, bleib da. Ja, er hängt wieder. Nein, nicht da. Komm zurück. Ich glaube, er kommt gerade zurück. Willst du vielleicht draufficken? Oh ja, es ging. Oh, er hat nur angetäuscht. Kipp um. Kipp um jetzt. Das muss reichen, oder? Oh, der Damage schon. Yeah! Oh, Alter, ganz knapp 2 Schritte weiter und er wäre im Wasser gewesen. Verliert er Sauerstoff? Nee, Alter Schwede. Pass auf, die Viecher. Nicht, dass sie unseren Dino da gleich wegfraggen. Kurz einen Stego umbringen. Sehr schön. Ja, mein Baryonyx hat auch auf jeden Fall noch. Wieso kommen die nicht? Ah, jetzt. Hat aber gedauert, Kollege. Da kannst du auch mal schneller reagieren. Warum bleibst du da stehen? Bist du behindert? Okay, da drüben sind Stegos. Hab ich Prime-Meat hier drin? Oh, ich hab Hammelfleisch aber. Und oh, Hammelfleisch? Ist das Hammelfleisch jetzt aber besser? Warte, ich guck mal eben. War damals besser. Ja, Raw Mutton, also Hammelfleisch ist besser. Oh, okay. 8 Prime-Meat, also das eine vergammelt gleich, aber 7 Prime-Meat habe ich auch noch. Ich glaube, das reicht aber sogar schon, um zu tamen. Hammelfleisch braucht leider viel mehr Nahrung. Ich glaube, das sind über 100. Okay. Deswegen lass uns lieber Prime-Meat nehmen. Besser. Haben wir 9 Stück drin. Lass uns mal eben dann eben hast du ihn gesehen? Ach, da hinten. Ja. Fahren. Ich habe aber nur noch 12 Pfeile. Ich habe auch nur noch 12 Pfeile. Okay, der Kollege hier ist... Level 30. Level okay. 30, das passt aber eigentlich, ne? Ja, hauen wir drauf. 3, 2, 1. Put! Nehmen wir an, man kann den nicht... Also ich krieg weniger Damage jetzt. Ich glaube, jetzt hat sie wieder diese komische Aura. Bleib nicht im Wasser liegen. Jetzt schon bewusstlos? Oh, das ging ja rucki zucki. Aber okay. Patschi, ich guck wieder im Doldex nach, was der braucht. Den könnte man tatsächlich mit Käferkram tamen. Was sind denn Käfer? Ja, hier, Dingus da, wie heißt das, der Scheiß? Käfer, Anti-Insektenmittel. Ah, okay. Aber dafür tamen. Brauchen wir Karotten und Zitronen. Die Meju Berries bräuchten wir. Ja, 15. Dauert eine Viertelstunde. Oh, so lange? Gut, dann liegt der jetzt erstmal. Die fressen halt langsam. 35 sind drin. Ach, okay, hast du schon. Okay, ja, sehr anständig. Wollen wir dann nochmal so ein Stego wegklatschen? Klatsch den Stego. Das kann weg. Den Rest können wir behalten. Ja, wollen wir. Wir finden das wahrscheinlich nicht wieder ansonsten, ne? Wenn wir jetzt abhauen. Ja, das ist das Problem. Ist denn unser Kano schon durch? Sein. Nee, der ist bei 37%. Da ist er erst, okay. Dann lass uns mal kurz die Gegend hier so ein bisschen abchecken. Wir sind ja hat auch erst 1 Stück Fleisch gegessen. Bekommt plus 36 Level, das ist auf jeden Fall nice. Das ist lecker. Aber lass mal kurz schauen, wo wir diese riesigen Bäume finden, wo dann die Bloodstalker drin sind. Vielleicht finden wir hier irgendwas in der Nähe. Ist das hier nicht einer von diesen riesigen Bäumen? Hier, nee, da vorne. Das könnte einer sein. Bin mir gar nicht sicher. Ich hau hier erstmal ein paar. Hängt ihr in den Ästen oder sind die dann in diesen Baumhöhlen drin? Die sind eigentlich unter den Ästen dann meistens. Lol. Der Patschi steht wieder. Hä, warum das denn? Ja, wahrscheinlich, weil das Narkotik nicht mehr weggeht bei dem. Alter, okay, ja, dann können wir es komplett vergessen. Dann müssen wir erstmal den Kano nur mitnehmen. Oh, das ist natürlich ärgerlich. Scheiße, Alter. Aber beim Stego ist das so easy, knatscht voll mit einem Bären und dann ist er durch. Die bleiben ja auch, wobei wir könnten den nochmal down machen und ihm Narco-Berries einfach feeden. Hier sind ja Blumen. Ja, dann geht die Nahrung aber auch nach oben, oder? Ja, lass uns das lieber nochmal richtig mit Narkosemittel machen.
Nehmen wir jetzt den Kanu mit, der ist jetzt durch. Level 115? Ne, ist der falsche. Hier liegt er. Ah, okay. Einen braucht man noch. Zwei Fleisch. Oh, das finde ich jetzt aber nervig, dass er so schnell wieder bei Bewusstsein war. Ich wette, die Muchachos wussten es schon. Was erlaubst du dir? Du bist ein schlechter Mensch. Dann könnten wir aber theoretisch auch so einen Para hier mitnehmen. Ist das ein Iguanodon? Das ist so dieser komische Taxi-Dino, oder? Friss endlich! Schneller! Oh. Achso, ich dachte gerade. Alles gut. Was gibt's eigentlich im Sumpf für eine Naturkatastrophe? Ich glaube gar keine. Gar nichts? Nee, ist ja das Anfangsgebiet. Hier ist man noch chillig unterwegs. Und da ist er getamed! Level 113, Carnotosaurus! Carnotosaurus. Erstmal Fleisch reinpacken. Yes! Okay, okay, dann zurück zur Base. Oder von hier erstmal ins Eisbiom, ne? Hä? Oder von hier erstmal ins Eisbiom. Ins Eisbiom? Der wenn wir produktiv waren, können wir machen, ja. Na, Abi! Teleportest du uns oder soll ich? Mach ich. Du hast den Roboter gar nicht da, oder? Oder sieht man den noch nicht als anderer Spieler? Ich glaube, den sieht man nicht. Digga, warum bewegt er sich die ganze Zeit? Machen Sie schneller, Marvin! Ich warte auf meine Taxi! Wollen wir einfach mal in den Westen? Ja, Westen gewinnen. Es ist... Oh, Alter, hier ist echt scheiß dunkel. Fackel ist am Start. Müssen aufpassen. Baryonyx. Ja, wir müssen jetzt nur irgendwelche Pelztiere killen. Ja. Und wir brauchen mehr als 240 Pelz insgesamt. Das ist die Aufgabe. Ja. Natürlich blöd, dass es hier jetzt so dunkel ist. Da sieht man gleich null. Ja. Oh, hier haben wir einen Mammut. Oh, meinst du, wir kriegen einen Mammut down? Ja. Ist alleine. Level an, oder? Ja. Ist Level... 11! Perfekt! Dann drei, sollten wir schaffen, gerade mit drei, zwei Karos. Eins. Boah, jetzt geht's ab. Boah! Der bretzelt aber, der ist direkt tot, Alter. Boom. Okay. Weiter wir waren Ankylo. Theoretisch hätten wir... Die Leute sagen immer, wir sollen Ankylo nehmen zum Tamen. Zum Metallabbau. Aber ja. Das gefühlt eigentlich immer scheiße. Haben wir schon mal gemacht und war nicht so geil, ja. Da ist ein Yuti-Saurus, pass auf. Yuti-Tyrannus. Zwei sogar. Nein, das sind diese Pflanzenfresser. Aber ach, die sind mit den langen, aber die machen viel Damage, glaube ich. Naja, glaube ich auch. Wir müssen eigentlich gerade durch. Level 27. Ich hoffe, die werden uns nicht wegfrühstücken, weil hier ist der nächste. Nächste Mammut. Ja. Okay, ja. Können wir drauf, ist Level. Oh, hier haben wir Zebra. Level 13. Hauptsache ein Zebra. Im Winterbiom. Boah, die hauen mir aber Digga, so. Mammutze! Mammut! Ja, kein Problem. Oh, gut, hier ist wieder so ein komischer Drop gewesen. Oh, ein Drop? Wo? Oh. Hier so ein Lichtstrahl. Ah, ich seh's. Ja. Gibt ordentlich Sechsecke. Geile Währung. Könnten wir dann sogar ein bisschen kaufen, ne? Das. Fehlende Pelz. Weiß nicht, wie kann man da ist? Ressourcen kaufen oder was mit? Ja. Ah. Wie viel hast du an Währung? Ich habe 1300. Ich habe 1000. Du musst deinem Ding mal Hallo sagen, dann kriegst du 300. Ja? Toll. Hallo, Kleiner. Oh, da hinten ist noch einer. Ja, auch gerade gesehen. Da drüben ist sogar noch einer. Tschüss, Junge. Hier gibt's ja wie... sieht man gut. Oh, unten auf dem Eis ist ein... Ist ein Drop? Was ist das? So ein blauer... Schüssel. Wollen wir da gleich mal hin? Ja. Du kannst dich bei der überlebenden 69V4421 für die 1006 Ecke. Oh. Oh, das stimmt, du hast recht. Ehrlich gesagt war sie weißt du, dass ich recht habe? Hä, ich kann nicht aufsteigen, wenn du mich voll labert oder was? Lol. Nicht? Einmal links abbiegen, gleichbedeutend mit einmal rechts abbiegen. Ja, Junge, ich kann. Ich kann. 90 Grad Winkel. Nein, ich weiß nicht, wie das möglich ist. Ich vermute, das hat die Stimme. Oh, Doc! Oh. Fuck, die sind ja richtig viele Dinos auf dem Eis. Ja, geht aber, ne? Komm erstmal hier Mufasa wieder umbringen. Ah, hier Mufasa. Kann man ins Wasser reingehen. Level, oh, 68. Ich wollte gerade sagen, Support. Dass du nicht vorher checkst, welches Level der ist. Ja, gehen wir schnell. Komm. In sein Pupsloch, von hinten. Jawohl. Schließmuskeloperation. Dr. Alexander Markus. Boah, gar kein Problem. Und down. Yeah. Richtig geil, dass du hier tauchen gehen kannst.
Wollen wir mal kurz tauchen gehen? Ja. Achtung auf deine Umgebung. Oh, hier ist sogar, das ist sogar nur so ein, ja. Oh? Ja, oh, Mission Eisangeln. Ah, fragt sich, was okay. Ist Mission Eisangeln? Kriegt man da echt eine Angel oder müssen wir mit uns selber angeln? Also wir müssen einfach eine Angel herstellen, eine Angel können wir ja auch craften. Ich bin der Angler und Marvin ist mein Köder. Angel kann ich sogar, glaube ich, herstellen. Wollen wir hier mal kurz angeln, um die Mission zu beenden? Ja, also ich weiß ja nicht, wie die Mission geht, aber wenn das so einfach ist, dann... Na gut, dann lass uns mal kurz ein bisschen Holz holen, dann haben wir es nämlich. Der mieseste Angelausflug! Hier sind Otter! Süße Otter! Oh! Oh, geil! So, auf jeden Fall ein Otter haben noch. Okay, ich stelle gleich zwei Angeln her. Ja. Oh, da sind Terrorbirds. Oh, die sind gefährlich. Ja. Aber ich glaube, ich sehe nur einen. Oder ist es doch nur so ein Terzio? Könnte auch nur ein zweiter Terzio gewesen sein. Okay. Wir müssen da aber irgendwas Kängurus dranhängen. Ah, das ging doch nur mit Hart, oder? Echt? Nein, der Terzio greift mich an. Ja, da drauf. Ey, habt ihr doch gar nichts getan, du Arschloch! Dafür wirst du bezahlen! Der macht ordentlich Damage. Aber alles gut. Oh, scheiße, wenn wir dafür Harz brauchen, hätten wir echt mal diesen Harz abbauen müssen aus dem Baum. Also, die Angel ist fertig, schmeiß die kurz hin, hier. Oh, ich bekomme... Ich muss auch ein bisschen was essen. Ja, ich auch. Gut Damage, Alter, ich bin schon fast down. Bei mir ich hab noch 60 HP, meine HP sinken, wir sollten hier abhauen. 60 HP noch, dann lass doch einmal kurz versuchen, hier zu angeln. 60 HP und meine HP sinken. Ja, okay, los, abhauen. Mach nochmal kurz es Support, geht ja, hier also, Support-Tempo. Angeln geht ja eh nicht, wir brauchen eine Kütte dafür. Jetzt wahrscheinlich. Oh, von hinten! Alter! Noch einer? Hier. Ja, ich kümmere mich der um den ersten. Der kam gleich tot, der kam uns gleich tot. Oh oh. Kannst du wegholen, passiv und zurückpfeifen? Nee. Mein Problem ist, ich bin auch tot! Ich sterbe! Alter, was? Der Kano ist tot. Scheiße, ich bin auch gleich tot! Ich bin tot. Hä? Die haben mich angedamaged auf dem Dino? Nein. Ich wurde von Terzio gekillt. Baryonyx auch tot! Alter, was geht hier ab? Oh, okay. Wir hätten abhauen sollen, als ich gesagt habe, Alter. Oh, fuck. Und jetzt sind auch noch die ganzen Rohstoffe weg. Naja, ich habe überlebt, aber ich kann hier auch nichts machen. Ich muss eigentlich abhauen. Kannst du die Spur, also kannst du auf die Map gucken? Ja. Wo kann war ich? Das? Das war genau bei unten 20, also X20 und Y70. 2070, oh, wir müssen Gott. Ja dahin zurück. Die laufen hinterher. Kommst du weg? Überleben. Ja, ich hoffe. Wenn ich wirst du es gleich sehen. Hast du gerade Arktik Norden gemacht? Nee, Westen. Schaffe ich es zu Fuß? Oh Junge! Baryonyx tot! Der frisch getämte Kano tot! Das war wieder so typisch. Ja! Ich bin auch gleich tot. Ich will nicht sagen, dass ich gesagt habe, lass abhauen, ne? Aber ich habe gesagt, lass abhauen. Ja, es war ja auch nicht so, dass ich hier bleiben wollte. Du wolltest doch angeln testen. Ja, nur angeln testen. Deswegen sind wir aufs Eis gegangen und deswegen kamen die komischen Mistviecher an. Teleport vollständig. Lol, hier ist noch ein Raptor von uns? Was? Hier steht ein Level 26 X-Raptor von uns. Schaff's lebend bis dahin. Leider hat der Raptor keinen Sattel, das heißt, wenn ich irgendwie eine Klippe runter muss, dann bin ich ein bisschen gefickt. Okay, ich bin jetzt aber auch tot. Was hat dich gekillt? Die Kälte. Oh fuck, ich glaube, ich sterbe an Falldamage. Ja. Ich dachte, da wäre noch ein Vorsprung gewesen, aber nein. Deine Sachen könnte ich jetzt looten. Bist du gerade am See oder was? Ja. Ja, loote alles, was geht, ne? Ich bin gerade unterwegs auf jeden Fall. Junge, ich bin jetzt gerade am See angekommen, glaube ich, oder? Bin ich gerade gejagt? Alter, Ausdauer aufladen dauert ja so lange. Ja, bei mir sind die Beine gebrochen, deswegen kann ich nichts machen. Deswegen laufe ich hier im Schneckentempo in meiner Leiche. Oh, ich sehe da hinten den See, aber der ist schon noch ein bisschen weg. Und ich habe nur noch 35 HP. Und ich laufe nackt hier rum. Ich verliere so hart an HP. Oh, Fallschaden. Digga, ich bin 3 Meter runtergesprungen, ey. Noch okay. Über 50% meiner HP. Oh, dann sollte es eigentlich gehen. Nimm den Raptor gleich mit. Naja. Einsammeln, das war, glaube ich, der Kano.
einsammeln. Das war meine Leiche. Hier ist noch irgendein Beutel. Das ist irgendwas mit Sattel. Okay. Nicht lang rumschnacken, ich teleportiere mich jetzt sofort zurück. Mein Zeug habe ich gelootet. Jetzt natürlich dann die Frage, ob ich im Moor überlebend zurückkomme, Alter. Das ist doch fast unwahrscheinlich als hier im Arktik-Biom. Hauptsache ich hatte die... Oh nein. Nein, Digga. Was ist los? Ey, ich bin gespawnt im Meerbiom. Ich habe noch nichts gesehen. Ich wurde direkt erstmal von einem Kano, von einem Sarko angepimmelt. Ich habe gebrochene Beine, kann nicht mehr laufen. Und mein Raptor pimmelt sich jetzt mit dem Sarko. Und stirbt wahrscheinlich. Ja, aber den... kannten wir ja eh nicht, weißt du? Oh, ich habe ihn gerade auf Passive gepfiffen, um ihn mitzunehmen. Da wird er gestorben, gekillt. Oh, ich bin aber eigentlich in der Nähe der Base. Also hier muss jetzt irgendwo noch ein Baum sein. Ja, da hinten. Oh, hallo X-Raptor. Ist das hier schon unsere Base? Ja, hier ist unsere Base. Hallo. Lol. Wir haben es geschafft. Wir sind endlich wieder zu Hause. Pünktlich an dem Moment, ab dem ich jetzt HP verliere, weil ich kein Essen mehr habe. Eieiei, was für eine schwere Geburt, Mann. Alter, sie haben Null, zumindest Deko. Unser Equipment gerettet. Die Dinos sind allerdings alle weg. Also wir haben wirklich alles verloren. Zwei Kanos, ein Baryonyx und ein Raptor. Ja. Alles tot. Aber wir haben es zurück nach Hause geschafft. Okay, passt. Muchachos, wenn es euch gefallen hat, ballert den Daumen nach oben. Das haben wir wieder, würde ich sagen, einen Schuss in den Ofen. Bis zum nächsten Mal reingehauen. Bye, bye. Ciao.